Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zufällig mal wieder zurück in Captain of Industry. Es hat sich so im Stream gerade angeboten, dass wir da nochmal reingeschaut haben. Nach dem letzten Mal, wo ich gedacht habe, es ist aus, weil wir keinen Sprit mehr hatten, habe ich gedacht, wir machen nochmal weiter und wir versuchen alles nochmal. Wir hatten am Ende des Streams nochmal kurz eine halbe Stunde Zeit und haben da nochmal reingeschaut. Und genau, deswegen werde ich jetzt hier direkt hier hinter den Stream dann reinbringen. Ja, schaut es euch an, es ist relativ spannend und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, also gehen wir kurz in die Pause. Datschen, ich hab dich verhört. Keine Sorge. Ich muss auch Jufurt erstmal wieder runterladen. Du hast Space Haven, Airwolf. Echt? Das hätte ich gar nicht gedacht. Von wem genau hast du Ärger bekommen? Also ich habe dich wirklich Ärger bekommen. Ich habe Hinweise bekommen. Urheberrechtsverstoß von YouTube. Die haben gesagt, da gibt's Content-ID und sowas. Die Plattenfirmen wollen das nicht. Ich darf das Video veröffentlichen. Ich kriege auch keinen Ärger, also keinen Strike oder sowas. Mein Account wird nicht gesperrt, aber es sind halt, ist auch keine Verwarnung, aber es ist halt einfach der Hinweis, so, da ist ein Verstoß, du kannst das Video nicht monetarisieren, ich darf keine Werbung schalten und sowas, ich darf also das nicht kommerziell benutzen im Prinzip. Ist nicht schlimm, ich bin froh, dass es nicht gesperrt wird oder dass ich nicht Ärger bekommen habe, weil ich hätte vorher prüfen müssen, ob das wirklich alles Copyright geschützt ist. Die Musik hier ist es jetzt. Und auf Spotify höre ich meistens, die sind lizenzfrei. Ja, habe ich auch schon gehört. Muss ich mal reinschauen. Da gibt's so eine, da gibt's einen Streamer und andere, der hat eine riesige Liste erstellt mit lauter Künstlern, die alle das kostenlos anbieten. Gut, also wir sind hier, wir haben keinen Treibstoff. Wir sind in der Pause. Was ist mit dir? Bagger, du stehst da rum. Hat auch keinen Sprit. Haben wir hier noch was drin? 6 Treibstoff haben wir da drin. 6 Treibstoff. Moment mal, die brauchen zum Herstellen von Sprit, Kohle und Rohöl. Wir haben genügend Kohle gerade. Ich weiß, seht ihr das überhaupt? 28. 31, das ist da. Es fehlt Rohöl. Also wir müssen noch ein paar von diesen Rohölquellen hier bauen. Ölpumpen. Wir haben noch 11 Unity. Damit können wir noch ein paar schnell bauen, hoffe ich. Da ist, glaube ich, gut. Oh mein Gott. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir wieder hier oben eine Zahl stehen haben. Das wäre doch was. So. Ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das ich beobachten werde. Weil mir das gut gefällt hier. Komm mal her! So. Achso, jetzt müsst ihr das Ding noch bauen. Raus mit dir! Pause. Gut. Unity 2, ach das geht, das ist echt nicht viel. Ach so, die kleine Röhre auch noch. Ach. Also wer hätte gedacht, dass es so viel ist hier? Dass sie so viel Rohöl brauchen? Was fördern die denn, die Trottel? Scheiße, die brauchen ja auch noch Strom. Oh! Und mal, wie ist es hier oben? 180 von 150? Das heißt, ja, wohl ein bisschen wenig. Strom. Ja, wir haben eh schon alles ausgeschaltet eigentlich. Wer verbraucht Strom? Die Ölpumpen, sonst glaube ich nichts. 2 zu 0 für Frankreich, oder? Eieiei. Ah ja, hier wird was hergestellt, da raucht's. Ah. Also es reicht euch ja gerade so, um die Autos am Laufen zu halten, aber wir haben echt nicht viel Öl übrig hier. Da ist nicht mehr viel da. Also nicht viel Platz, wo wir das so hinstellen können. Ah, nee, wir müssen es nicht direkt hier in den Bereich hier reinstellen mit diesen schwarzen Balken, sondern wir können es auch ein bisschen außerhalb machen. Ja, komm, dann bauen wir da noch ganz viele hin. Vieles geht. Hier. Liebe Leute! Ach man, schade, dass man nicht dichter runter scrollen kann. Scheiße, ist zu dicht dran. Ah, ich will mehr hinscrollen, ich sehe nichts hier. Ich glaube, da kann ich kein Rohr legen, weil das zu dicht irgendwie ist. Gut, wir müssen mal kurz mal gucken, wie das geht. Cancel, gut. Vive la France! Ja, anscheinend tun sie das. Ach,
Ach, es wird alles sehr knapp hier. Ist da auch zu knapp? Ich weiß nicht, ich probier mal. Das geht. So, wird jetzt gebaut. Okay. Okay, na gut, also jetzt haben wir schon wieder zwei mehr als vorgestern, wann war das? Vorgestern. Der fährt weg mit seinem Treibstoff hier. Fünf Stück hat er geladen, ist aber auch nicht so wahnsinnig viel. Abseits durch Videobeweis. Okay. Jetzt haben wir die sogar schon geboostet hier. Das war's mit Unity. Keine Einheit mehr, liebe Leute. Wir können nichts Neues mehr bauen. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann haben wir Pech gehabt. Okay, also die winzig kleine Zahl Klammern, das ist die, die wir brauchen. Ich merke es auch jetzt erst, dass wir diesen kleinen Balken haben, der anzeigt, wie gut gefüllt das hier ist. Oder wie gut gefüllt das Lager ist, das interne. Da wird wieder was hergestellt. 6 Diesel. Moment mal! In Klammern steht 39! Das heißt, wir haben ja 39, ist ja wirklich nicht so wenig. 41. Die haben anscheinend keinen Job gerade mehr. Moment mal, haben wir keinen. Wieso lagern sie das denn nicht ins Öl? In das Öllager rein? Keep voll. Keine Ahnung, wenn ich ihnen jetzt sage, sie sollen hier das Öl einlagern, damit wir hier das hier oben angezeigt bekommen, dann bin ich nicht mehr so ganz nervös. Also anscheinend kann man mit diesem Regler einstellen, wie viel denn abgeholt werden soll von diesem Öl. Das ist natürlich trotzdem sehr knapp alles. Ja, wo haben wir gerade gesteckt? Wie sieht es sonst aus? Wir haben null Kohle. Das habe ich, ja nicht ausgeschaltet hier. Achso, die können nirgends hin mit ihrer Kohle. Warum das denn? Wir brauchen Kohle-Container irgendwie. Vielleicht stellen wir mal hier einen hin. Das ist ja nicht weit. Da stellen wir auf jeden Fall mal einen hin, dann sollen sie da die Kohle hinbringen. Ein Kohlelager. Könnte man später auch mit Förderbändern irgendwie machen. So, kostet 20 Construction Parts, die wir alle nicht haben, weil da nichts mehr hergestellt wird, weil wir Sprit sparen ohne Ende. Kein Fuel available. Ach du! Keine Research. Ja, noch Fuel available hier. Mensch, wieso holt das denn keiner? Oh! Guck euch mal, wie viel der futtert hier. Mein Gott, das läuft ja richtig raus da. Ach du meine Güte, der haut ja richtig. Ja, was ist jetzt hier? Leuchtturm. Wenn neue Flüchtlinge kommen, dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Treibstoff. Alles sehr traurig. Ich weiß nicht, ob wir das echt noch hinbekommen können hier. Missing Input. Ja, es fehlt wieder Öl. Könnt ihr nicht schneller machen, ihr Trottel? Man kann es auch nicht boosten oder sowas. Puh. Ja. Kein Fuel. Die stehen alle rum, haben nichts zu tun. Also die brauchen ja nicht rumstehen, die können ja auch nebenbei was machen. Wir können ja zum Beispiel die Assembler hier benutzen, die brauchen ja keinen Strom. Bitte weitermachen! Ich habe die nur ausgeschaltet, damit die Autos nicht so viel hin und her fahren, sondern sich nur noch auf das Wichtigste konzentrieren. Wie lang ist eigentlich deine Angespielt-Liste? Du meinst ja Spiele, die noch kommen? Die noch geplant sind? Oder was? Ich weiß es nicht. Die wird auch ständig länger oder kürzer. Ich habe, weiß ich nicht, noch knapp 30 Spiele, die ich noch nicht ausprobiert habe. In der Bibliothek. Ja, ungefähr. Ich weiß nicht, ob die sich alle für angespielt eignen. Manche davon sind halt auch nicht wirklich für so ein angespielt geeignet. Weil ich weiß, dass die gut sind und dass man da nicht nur anspielen sollte, sondern halt gleich auch weiterspielen sollte. Und deswegen kann ich die schlecht bringen im angespielt, weil
ich doch nicht erst ein halbes Jahr warten will, bis ich sie weitermache. Sondern ich will sie dann natürlich auch gleich durchspielen, irgendwie. Also, kann man schwer sagen, aber sie ist auf jeden Fall nicht kurz und dann kommt immer dazu, dass ich mehrere E-Mails rausschicke pro Woche an Entwickler mit neuen Spielen, ob es einen Review-Key geben könnte oder so, und dann kommt halt noch ein Review-Key dazwischen von Spielen, die jetzt demnächst rauskommen. Kann man echt schwer sagen. Deswegen schreibe ich meistens auch hin, Sonntag to be announced, weil ich bis 3 Tage vorher nicht so ganz sicher weiß, was da noch alles kommen könnte. Ja, da kommt schon wieder Bagger. Hast keinen Sprit mehr. Bleib da gleich stehen hier. Da kommt mit dem letzten Tropfen Öldampf da an. Ja, null Treibstoff. Ist echt der Hammer. Oh, das nimmt auch wirklich ab. Die haben sich hier ordentlich bedient hier. Ich bin nicht begeistert, liebe Leute. Jetzt fahren die alle rum und ich weiß nicht, ob wir das alles am Laufen halten können. Hier wird schon gebaut. Wartet auf Materialien. Construction Parts. Hast du schon von meinem Airport-Plan erfahren? Nein. Was hast du denn für einen Plan mit deinem Airport? Was für ein Airport? Ich habe nicht davon erfahren. Jedenfalls nicht wissentlich. Da kommt Kohle an. Ich bin besorgt. Also ich weiß nicht, ob wir das hier noch hinbekommen können, liebe Leute. Was hat denn jetzt größte Priorität? Also, wenn Flüchtlinge kommen würden, dann wird es, glaube ich, auf einmal gut aussehen. Ah, hier, da steht's doch. Wir erwarten 12 Flüchtlinge in weniger als 9 Monaten. Wenn der Leuchtturm unterbrochen wird, weil kein Strom mehr da ist zum Beispiel, dann wird das zurückgesetzt. Scheiße. Ah! Power den Leuchtturm, hey, das darf doch nicht wahr sein. Bin nicht begeistert. Gleich hat er keinen Sprit mehr. Tank nach! Aber das macht er. Das wird dir bis Samstag noch auffallen, da bin ich aber gespannt. Wo du das bekannt geben möchtest oder was auch immer. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind safe, wenn da Flüchtlinge kommen. Ich weiß aber nicht, was wir da machen sollten, um das Problem zu lösen. Wir haben nämlich hier nicht mehr Rohöl. Also, wir könnten da vielleicht noch ein, zwei hinstellen, aber die kriegen das ja nicht gebaut, weil wir alles ausgeschaltet haben. Was ist hier mit euch? Da ist ja noch flüssiges Metall. Ach, die machen sogar noch. Ich glaube, wir nehmen die auch in Betrieb hier nochmal. Wir brauchen Construction Parts. Was ist los mit dir? Ja, mach doch. Du hast kein Rezept. Hier, ist doch. Ich habe keine Bänder. Lieber Herr Honigblume, die kann ich doch nicht bauen. Bänder brauchen gelbe Construction Parts. Hier, diese gelben Teile da. Parts 2, die sind größer. Die kann ich noch nicht bauen. Wir haben damit angefangen. Wir haben dafür zum Beispiel diese Sandgrube hier in Betrieb genommen, damit wir ein Betonmischwerk oder es ist ein Zementwerk bauen können. Nicht genug Unity. Oh mein Gott. Genau, damit bekommen wir dann Zement hier. Und wie war das jetzt hier? Achso, Assembly Electrified. Ja, mit dem elektrifizierten Assembler hier kann man dann jedenfalls aus normalen Construction Parts mit Zement oder Beton oder was auch immer diese gelben Teile herstellen. Das haben wir halt noch nicht. Ich habe auch das Gebäude noch nicht. Und es hängt ja gerade überall. Das dauert alles so ewig lang, bis da überhaupt ein paar Construction Parts zusammengekommen sind. Da sollten wir uns wahrscheinlich drum kümmern. Also das sieht nach ferner Zukunft aus fast schon. Wenn wir 8 Construction Parts haben, gerade im Moment haben wir 16, da können wir die umwandeln. Und wo war das jetzt hier? Und bekommen dadurch nur 4 so Teile daraus. Und wenn wir dann längere Förderbänder bauen wollen, ich weiß nicht. Also mein Wunschtraum wäre es natürlich auch. Mal gucken, ob das hier in 7 Monaten, ich weiß nicht, ob das vielleicht zurückgesetzt wurde. Aber jetzt hat er gerade im Moment Treibstoff. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz, wie das hier ist hier oben mit diesem Treibstoff 0. Damit wird das gemeint sein, was hier drinnen gelagert ist. Nicht. Was? Fuel for Ship? Nein. Fuel for Ship. Jetzt fuelen die das Schiff hier und das Schiff kann ja eh nicht wegfahren.
Raus damit! Also dann weiß ich nicht, wo die meinen... Ah, hier, jetzt geht's los. Also in welchem Lager hier gemeint ist, also wo das Zeug hier liegt, dieser Sprit hier, den sie haben. Ich weiß nicht, wo das Lager dafür ist. Ich dachte, das wäre hier. Oh mein Gott, ich habe gesagt, wir sollen das Schiff fuelen. Raus mit dem Zeug. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wieder rausholen können oder ob wir das jetzt verschwendet haben. Was? Nein, Glocke der Schande bitte. Das war falsch. Oh, Moment mal, kamen da Flüchtlinge? Nee. In 6 Monaten kommen welche. 33. Hat er gerade abgeholt? Nee, oder nicht? Maintenance. Depot. Hä? Hier sind 2 Rezepte, aber die sind beide gleich. Nee. 4 Eisen und 8 Kupfer. Wie ist das denn gemeint, hä? Versteht ihr das? Ja, wir haben hier 2 Rezepte für Maintenance, also für Wartung. 4 Eisen plus 4 Kupfer gibt innerhalb von 60 Sekunden 100 Wartung. Oder 4 Eisen und 8 Kupfer innerhalb von 60 Sekunden 100 Wartung. Kapiere ich nicht. Schande. Ja, sie nehmen hier wieder raus. Ein Glück. Puh. Blödes Schiff. Keiner interessiert sich für das beknackte Schiff hier. Achso, weil Fuel wieder da ist. Achso, wegen der 6 hier oben. Ja, allzu weit kommen wir damit leider nicht. Ah, sie haben dieses Ding ja fertig gemacht. Das ist gut. Da können wir jetzt Kohle reinlagern. Dann haben wir die auf jeden Fall immer da. Okay. Ach, das ist unterschiedliches Kupfer. Ah! Echt? Ach! Ach, jetzt! Ach, tatsächlich. Impure Copper. Achso. Unreines Kupfer. Okay, das sieht sehr ähnlich aus. Ich habe nicht auf den Schriftzug geachtet. Gutes Auge. Sehr gut. Okay, woher wir das auch immer bekommen, keine Ahnung. Wir haben nur sauberes Kupfer. Also ich glaube, Kupfer haben wir eh noch nicht abgebaut, wirklich. Die sind auch alle voll. Ja, was ist? Dann macht doch irgendwas. Hoffentlich machen sie beim Warten wenigstens den beknackten Motor aus, Mensch. Oh, 88 Construction Parts haben wir jetzt. Das ist nicht schlecht. In 4 Monaten. Gut, kriegen wir neue Leute. Okay. Hat wirklich auch so eine Grundwasserpumpe bekommen? Da. Achso, gelbe Construction Parts. Gut, dann sollten wir gucken, dass wir hier diese gelben Teile fertig bekommen. Also das Zeug muss fertig werden. Concrete Mixer. Loose Dodge für Sand. Das ist wichtiger. Sagen wir, dass sie das weiterbauen sollen. Die Pipeline sollen sie auch weiterbauen für Wasser. Das wird ja wohl gut gefüllt sein. Ja, ist gut gefüllt. So. Gut, also wir werden dann wohl demnächst Beton bekommen. Und wenn wir da wieder so viele Construction Parts haben, dann kriegen wir auch diese gelben Teile. Und dann können wir irgendwas damit machen, was uns vielleicht weiterhilft oder auch nicht. Aber ich frage mich gerade echt, wo die den Treibstoff hier hingebracht haben, dass der da im Lager landet. Hier. Achso, Cargo. Hier, da sind die 6 auf jeden Fall drin. Das ist unser normales Lager anscheinend. Shipyard ist overloaded with cargo. Da ist so viel. Sind so viele Güter drin. Hier, die ganzen Güter, die temporär hier drin gespeichert sind. Wenn es so voll ist, dann kann es keine Fracht mehr vom Schiff abladen. Okay, ist klar. Ja, was ist, kriegen wir denn mein eigenes? Also wir kriegen diese Tankstellen. Kriegen wir auch. Das wäre, glaube ich, auch hilfreich, weil im Moment fahren die ganzen Bagger, egal wo sie gerade sich befinden, hier runter zu der Raffinerie, um ihren Sprit zu holen. Das ist natürlich auch blöd. Wäre nicht schlecht, wenn wir hier oben irgendwie so eine Tankstelle hinmachen würden, dann müsste ich nicht so weit fahren. Ja, wir halten uns gerade so über Wasser. Wir haben 12 Sprit hier drin. Alter. 2 Monate noch. Wir schaffen das, natürlich.
Da haben wir den Sprit abgeholt. Und darüber gebracht. Das ist nur ein Eingang hier, glaube ich. Ja, das ist nur ein Eingang. Sonst hätten wir auch sagen können, das kann ja von hier aus da reinlaufen. Aber das macht er, glaube ich, nicht. Was hast du jetzt dabei? Kupfer. Kupfer haben wir, glaube ich, auch noch jede Menge. Das bringen ja die Flüchtlinge mit. Ach, da haben wir Impure Copper. Haben wir nicht. Wir haben nur pures Kupfer. Ah. Na gut. Man ist begeistert. Hier, die Pipeline ist fertig. Das Zementwerk ist fertig. Wir bekommen Zement. Das heißt, wir können jetzt diese Construction Parts dann bauen. Diese neuen. Oh, ist der Hammer. Kein... Ah, neue Flüchtlinge. Oh, 70 Treibstoff. Das ist ja ein richtiger Treibstoffregen. Ist ja der Hammer. Ja, geil. Dann machen wir das jetzt schnell. Wir brauchen diese elektrischen Sampler. Wir müssen da wahrscheinlich einen neuen Dieselgenerator hinstellen. Attack. Was soll das? Ich werde angegriffen. So, was kommt da rein? Gleich wie hier. Holz, Beton und, naja, Eisen. Machen wir mal ein Stückchen davon weg. Okay. Einmal aufatmen. Ja, Mensch, unglaublich. Da bin ich echt froh. Jetzt bist du alleine. Jetzt nicht mehr. Okay, ich glaube, wir brauchen einen weiteren Generator. Wir haben ein bisschen ein Problem hier mit, glaube ich, mit dem Strom. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Puh, wir haben es geschafft. Ey, das war echt knapp, glaube ich. Ich stelle die mal direkt daneben. Gut, wir haben anscheinend auch genug Platz für die Leute hier. Wunderbar. Abwasser haben wir ja auch, da hinten. Jo, das funktioniert auch wunderbar, sehr schön. Futter haben wir auch, 39 Monate, das wird aber bald geerntet. Ja, sehr geil. Ist natürlich blöd, dass es jetzt alles so weit auseinander liegt. Ich hätte, wenn ich nochmal neu anfangen würde, würde ich, glaube ich, die ganze Industrie hier nehmen und die einfach irgendwo da hinten hin verlegen. Dann hätten wir hier Wohnungen, Felder, Wirtschaft und sowas. Research und die ganze Industrie dann da hinten. Jetzt haben wir hier so weite Wege. Das kostet mich ein Vermögen, da irgendwelche Förderwände zu bauen. Das kann man natürlich nicht machen, glaube ich. Hast du sogar noch gesagt, dass man auf den Sprit achten muss? Ja, aber ich habe mich nicht dran gehalten. Selber schuld. Achso, ein Assembler hier wird auch nicht reichen. Du brauchst ein Rezept, mein Freund. Ja. Jetzt mach mal. Hätten wir schon Förderbänder, könnte man da gleich eins von hier anschließen und daran hängen. Wie wir das jetzt mit dem Wald machen, weiß ich auch noch nicht. Irgendwann ist der Wald weg. Und hier alles fein, ja? Gerade so. Ich weiß nicht, ob der neue Generator nicht das Gleichgewicht wieder umkippen wird hier. Weil wir können ja nicht ewig auf die Lieferung von irgendwelchen Flüchtlingen angewiesen sein. Ja, stimmt, ganz am Anfang habe ich es gesagt. Aber ich hatte da komplett untergeschätzt, wie schnell das auf einmal ging. Wir haben immer genügend gehabt. Da kamen die Flüchtlinge, haben 70 mitgebracht oder so. Und es stieg dann irgendwie von 150, die wir am Anfang hatten, dann immer noch 400 irgendwas hoch. Und dachte, ja, ist egal. Guck mal einfach nach dem anderen Zeug. Ich glaube, ich hätte schon Bock, das nochmal neu anzufangen hier alles. Und das alles besser zu machen, weil das ist einfach nur Schrott hier, was ich gemacht habe. Was ist hier los? Gar nichts. Oh, wir haben keine Schmelzen mehr. Da geht's los. Ach, da war noch was drin. Ist ja niedlich, okay. Die haben nichts, wo sie hinfahren können. Biodiesel wäre auch super einfach. Anpflanzen und raffinieren.
Ist das so einfach? Ich weiß es nicht. Aber wenn das so wäre, wäre nicht schlecht. Kann man das hier ändern? Wir haben zwar Rezepte, aber sowas haben wir, glaube ich, nicht. Ne, wir haben nur die zwei hier. Die Industrie läuft wieder an. Straßen entstehen. Ja, sie läuft wieder an. Das ist ja schön. Theoretisch müssen wir auch bald wieder diese ersten Construction Parts bekommen. Ich glaube, wir bauen auch gleich mal einen davon. So. Kostet 50 Construction Parts. Alter! Alles läuft wieder an. Sehr schön. Und es nimmt nicht ab hier. Anscheinend schaffen es die Raffinerien, das so halbwegs am Leben zu halten hier. Wir könnten vielleicht noch mehr so Ölpumpen dahinstellen. Wäre vielleicht nicht schlecht. So viel wie es geht. Ich habe halt in meiner Panik hier alles kreuz und quer gebaut. Das war echt blöd. Wo ist da der Ausgang? Da. Da passen noch zwei oder drei hin. Ah! I'll be back. Der letzte Legionär muss los. Gut. Schön, dass du da warst. Und ich denke, jetzt die spätestens am Sonntag wieder. Schön, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Okay. Was? Flüchtlinge 64, die sind mitgebracht. Wunderbar. Das wird hier zu knapp. Da geht's noch hin. Ach Gott, wie das hinterher aussieht. Boah, das passt hier wieder nicht hin. Das ist zu knapp hier. Doch, geht doch! Ist doch alles gut, was soll das? So. Ja, sehr schön. Gut. Wir haben ja noch 36 Diesel, was soll das? Ist doch alles super hier. Okay, Construction Parts haben wir nicht. Was? Mach doch mal! Was soll das Elend hier? Wir brauchen mehr von diesen Teilen, damit die mehr Construction Parts bauen. Was ist denn hier ein Shortcut hier? Hotkey? Nee. Pipette. Mehr davon! Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir könnten auch mehr von diesen Schmelzern bauen. Ja, wir haben echt viel Eisen. Wo sind die Bagger alle hin? Also das erste, was ich jetzt bauen würde, wäre so eine Treibstoffanlage hier. So eine Tankstelle. Fuel Station. 20 gelbe Construction Parts und 5 Kupfer. Ha. Ja, das stellen wir mal hier oben hin, würde ich sagen. Bei Röhren legen wir, glaube ich, nicht so weit hin. Ist echt weit weg. Mitten in die Walachei, die müssen es dann halt irgendwie beliefern. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht hier oben hin. So. Aber nicht, dass es im Weg steht. Ach, ich weiß auch nicht. So, jetzt steht's da. Meine Güte. Okay, das Ding war auch fertig waren. Dann sammeln wir Wasser. Okay, Wasser haben wir kein Problem. Das ist aber voll. Was ist hier? Da ist Sand drin. Hast du was zugewiesen? Wie, da hat kein Bagger? Oh! Der hat keinen Bagger zugewiesen. Ja, das ist ja blöd. Müssen wir einen bauen. Das Einzige, woran die noch arbeiten müssen, wäre die Grafik, weil die ganzen Produktionsgebäude aussehen wie Garagen. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob sie da wirklich noch, also ob sie da noch was dran machen, weil das ist ja im Prinzip fertig. Sieht zwar nicht schön aus, aber es ist halt fertig. Ja, mal gucken. Weil sie haben eine große Roadmap irgendwie und da wird ja noch viel gemacht. Das ist ja auch erst für 22 geplant. Nächstes Jahr. Haben also noch viel Zeit. Also Early Access. Early Access. Erst nächstes Jahr. Also ich bin schon sehr gespannt. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall auch im Blick behalten. Hier, die Rampe wächst auch.
finde ich auch sehr cool, dass man halt die Landschaft so verändern kann in dem Spiel. Da haben wir unsere Fuelings. Müssen wir noch Vehicles zuweisen. No fuel available for refueling truck. Wie, was nicht? Ja, aber. Ja, aber ist doch alles da, was soll das? Ja, keine Ahnung. Ja, später muss man alles durchklicken. Also, stimmt schon. Hier oben, die einen haben hier so eine blaue Röhre oben drüber und die anderen halt nichts. Aber so von Weitem ist es echt nicht so einfach zu erkennen. Ja, mal schauen. Boah, wie die sich hier eingraben. Überall sind hier Wege entstanden. Unglaublich. Was war der Bagger? Ja, da wird mir auch noch, mir wird noch so ein bisschen Meldung fehlt. So von wegen, ja, Bagger wurde fertiggestellt. Weiß gar nicht, kommt da eine Meldung? Ich glaube nicht. Achso, wir könnten mal nach der Forschung schauen. Copper Smelting haben wir gemacht. Vehicle Ramps, können wir noch nicht machen. Transport Balancing, achso, das sind diese Förderbandgeräte-Dinger. Ach, das haben wir alles schon, das blaue Zeug haben wir alles schon. Das grüne können wir machen, das da geht nicht, weil fehlt... Future Updates, achso! Achso, hier geht's auch gar nicht weiter, genau, das hat er mir auch gesagt. Dass Grenzen gesetzt sind hier. Increase Vehicle Limit bei 25. Wir haben noch genügend. Power Generation 2. Aha. Turbine, Power Generator. Ah! Dampf. Da entsteht dann Dampf. Anscheinend brauchen wir dann keinen Diesel mehr für diese Energiedinger. Oh, das müssen wir haben. Ja, damit. Keine Unity. Ach, ihr macht mich fertig, echt. Theoretisch müssten wir hier die Dinger mal, den Boost entfernen. Das können wir eigentlich auch machen, weil den brauchen wir gar nicht. Wir warten sowieso mal die ganze Zeit auf Input. Jetzt geht es deutlich langsamer. Aber dann produzieren sie halt am Stück immer weiter, anstatt schnell und dann zu warten. Oh, wir haben 110. Ah, 110 Diesel, ist das nicht schön? Ich freue mich, sehr geil. Jetzt wundere ich mich gerade, hier werden keine Construction Parts angezeigt, keine gelben. Ich dachte, die müssen irgendwohin gelagert werden. Wir hatten 0 und dann auf einmal, ich habe dann diese Fuel Station gebaut. Die ist auch voll. Das ist nicht cool. Ja, und dann war sie auf einmal fertig. Danke! Danke für den Applaus. Ich weiß noch nicht wofür, aber das ist der Treibstoff, dass der jetzt voller geworden ist, oder? Wir haben es halt geschafft hier. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ja, keine Ahnung. Wird das Zeug irgendwo gelagert oder was? Das liegt wahrscheinlich hier drin. Ja, da sind 20 Stück drin. Und da sind 24 Stück drin. Wie begeistert ist das denn? Ja, müssen wir irgendwie mal so eine, weiß ich auch nicht, ein Lager dafür bauen. Unit Storage. Ein Unit Storage für Construction Parts haben wir ja da hinten schon. Den machen wir hier ins daneben. So, wunderbar. Ach, das ist ja toll. Für den Treibstoff und dass du die Kurve noch bekommen hast. Ja, ich war mir nicht so sicher. Das hat letztes Mal gut gepasst im Stream, dass es nicht mehr geklappt hat und dass dann der Stream halt zeitlich zu Ende war. Und da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich werde ich es eh nicht schaffen. Und ja, jetzt hat es doch noch gepasst. Sehr cool. Ja, nicht genug Einigkeit. Doof. Moment mal. 4 Bagger sind zugewiesen. Ja, seid ihr denn verrückt? Wer macht denn sowas? 2 reichen? Für die ganze Kohle hier, oder? Da steht, wir haben 0 Kohle, aber das heißt nur, dass wir 0 Kohle in irgendeinem Zentrallager haben. Vielleicht sollten wir mal ein Lager bauen. Für Kohle. Oh, hier ist überhaupt keine Bagger zugewiesen. Und der ist jetzt fertig. Gut, dann, wo sollte der hin?
Wollte ich denn hier drüben machen? Wofür habe ich jetzt die beknackten Bagger gemacht? Vielleicht habe ich gedacht, hier ist keiner. Das kann nicht sein. Was ist das übrigens hier? Ist das Stein? Stein brauchen wir nicht. Da fahren sie los. Ach, die sind so niedlich. Ja, anscheinend wollte ich hier noch einen machen, oder? Obwohl das eigentlich schon gut aussieht. So, zwei Bagger. Da müssen wir noch so eine Rampe bauen für den Kollegen. Was? Falsche Richtung. So. Für Eisen wollte ich machen. Aber ich hätte doch wissen müssen, dass wir Eisenbagger haben. Manchmal verstehe ich mich selber nicht. Also willst du zeigen, dass du da bist. Oh, das ist aber niedlich von dir. Sehr schön. Lädst du das da hoch? Ich weiß nicht. Ich habe vergessen, es anzumoderieren und... Aber das sollte ich vielleicht machen, oder? Ist ja schließlich schon ein Erfolg hier. Was sollte ich eigentlich machen? Warum nicht? Ich kann ja gleich noch eine... später noch eine Anmoderation machen. Und die dann davor schneiden. Okay. Oh, da fehlt Regenwasser jede Menge. Das Ding wollten wir auch mal endlich fertig machen für Sand. Eieiei. Dann darfst du schneiden. Ja, so viel gibt es da nicht zu schneiden. Ich glaube, ich würde es dann einfach am Stück so machen. Oh, das ist jetzt hier drin. Weil ich sage, ich schneide nicht. Gut, hier packen wir unsere Teile rein. Construction Parts, sehr schön. Kohle wollten wir eigentlich noch irgendwo lagern. Kohle wird hier gelagert. Ja, aber wieso steht dann nicht, dass wir zentral Kohle haben? Doch, steht da. 48 Stück. Man weiß es nicht, was das soll hier. Futter sieht noch gut aus, glaube ich. Wir sind schon wieder 5 Monate verspätet. Ja, das wird Wasser. Da müssen wir auf jeden Fall uns drum kümmern. Vielleicht brauchen wir so eine Wasserpumpe mal. Grundwasserpumpe. Kostet auch wieder Elektrizität. Es spricht natürlich nichts dagegen, hier diese Planenteile zu lassen. Die können das dann zusätzlich versorgen, aber... Das kostet natürlich auch eine ganze Menge Platz hier. Ja, das Ding ist immer voll. Müssen wir eigentlich das da anschließen? Hier ran, aber... Das ist mir zu weit, oder? Wo eigentlich kann man das machen? Ah! I'll be back. Ah! Seit wann ist es so laut? Mein Gott. Ja, du bist... Jetzt noch da und bist gleich weg. Schön, dass du da warst, General Honigblume. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ja, mach's gut. Ich würde sagen, ich höre es auch auf. Es ist schon viertel nach. Ich wollte eigentlich hier nur bis um 11 machen. Mensch, aber bevor ich das vergesse, liebe Leute, hier das müssen wir kurz abreißen. Wir kriegen wieder Construction Parts zurück. Sehr gut. Ja, hast mich doch erschreckt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie. Morgen ist wieder Erschrecktag mit Resident Evil. Da geht's weiter. Ja, na gut. Gut, ich werde jetzt hier gleich noch das Rohr dahin legen, sobald die das hier fertig gemacht haben. Er ist dabei. Und dann hören wir vorher auf, würde ich sagen. Spielen wir vielleicht aber wieder irgendwann weiter. Irgendwann bei Gelegenheit. Kommen da die Bagger durch? Ich glaube, Bagger hieß... Da muss es höher sein. Mal so eine richtige Achterbahn dahin. So. So. Was passiert hier? Das sieht komisch. Achso, das ist der Ball. So, jetzt aber. Gut, liebe Leute. Da würde ich sagen, hören wir für heute auf.
Ich bin sehr froh, dass wir das hier wieder in Ordnung gebracht haben, auch wenn ich eigentlich alles komplett nochmal neu anfangen müsste, weil es einfach so schrottig aussieht alles. Es ist einfach schlecht durchdacht. Ich meine, ich wusste auch nicht genau, wie es funktioniert und sowas. Aber naja, es ist, wie es ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag mal, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Auch wenn du sie da, tschüss.